Wer einen 3D-Drucker besitzt, fragt sich früher oder später, ob und wie man Altplastik anstelle des Filaments zum Drucken verwenden könnte. Aus genau diesem Grund habe ich mir einen Extruder gebaut, der Plastikgranulat verarbeiten kann. Wie üblich habe ich dabei Wege gesucht, ohne Spezialteile auszukommen. Zentrales Element eines Extruders ist die Förderschnecke, welche das Granulat in das Hotend presst. Die Förderschnecke meines ersten Extruders besteht aus einer M3er-Gewindestange, die ich mit Kupferdraht umwickelt habe. Funktioniert im Prinzip. Richtig gute Ergebnisse habe ich damit jedoch nicht erzielen können. Besonders nach dem Abkühlen war es sehr schwer, den Extruder wieder in Gang zu bekommen. Ein Teil der Förderschnecke war immer mit teilweise geschmolzenem Plastik verstopft. Nach einigem Überlegen verfolge ich nun einen anderen Ansatz. Während bei klassischen Extrudern die Förderschnecke komplett von der kalten bis hin zur heißen Zone reicht, verwende ich eine Förderschnecke, die nur in die kalte Zone hineinragt. Das lockere Granulat wird in dieser Zone verdichtet und der so geformte Pfropfen wird von nachströmendem Granulat weiter zum Hotend geschoben. Die Körner des Granulats verhaken sich und können nicht durch den Spalt zurückgepresst werden, wie es bei flüssigem Kunststoff der Fall wäre. Bei diesem System kann ein recht großer Spalt zwischen Förderschnecke und der Wand der Bohrung bleiben, womit die Anforderungen an die Präzision dieses Bauteils eher gering ausfallen. Damit dieses System funktioniert, muss das Granulat recht gut längs der Wand der Bohrung gleiten. Genau wie bei herkömmlichen Filamentextrudern verwende ich aus diesem Grund in der Bohrung ein Stück Teflonrohr, allerdings mit einem deutlich größeren Durchmesser. Ich habe mit unterschiedlichen Durchmessern und Geometrien für die Förderschnecke experimentiert. Darunter waren verschiedene mit Kupferdraht selbst gewickelte Exemplare, als auch herkömmliche Metall- und Holzschrauben. In einem frühen Experiment habe ich eine handelsübliche M3er Schraube in dem Metallröhrchen des Standard-Hotends verwendet. Für ein Teflonröhrchen ist da kein Platz mehr. Das Ganze hat funktioniert, allerdings nur mit sehr feinem Granulat, das kompliziert zu gewinnen ist. Das gröbere Granulat konnte ich als erstes mit einer M6er Gewindestange in einem Teflonröhrchen mit einem Innendurchmesser von 8 mm verarbeiten. Das Ergebnis hat mich allerdings nicht ganz überzeugt. Je kleiner der Durchmesser, umso besser die mechanische Übersetzung. Pro Extruderumdrehung sollte möglichst wenig Granulatvolumen in das Hotend gepresst werden, um dieses gut dosieren zu können. Mit 0,5 mm Kupferdraht gewickelt auf einer M3er Schraube in einem Teflonröhrchen mit 5 mm Innendurchmesser waren die Ergebnisse schon recht gut. Richtig gute Ergebnisse habe ich mit einer 3 mm Holzschraube in dem 5 mm Teflonröhrchen erzielt. Die Holzschraube habe ich mit einer M3er Gewindestange verlängert, nicht perfekt zentriert, aber ist gut so. Das Hotend ist aus einem Stück 16x16 mm Aluminium gefertigt. In diesem befinden sich zwei Bohrungen für zwei Heizpatronen. In meinem Vorrat habe ich allerdings eine Patrone gefunden, die leistungsstark genug ist, womit ich keine zweite montiert habe. Die Tests habe ich auf einem Zonestar-Drucker der P802-Serie durchgeführt. Die leistungsstärkere Heizpatrone hat den Transistor für das Hotend auf der Hauptplatine nach wenigen Minuten zerschossen. Als Bypass verwende ich seither einen MOSFET, der Ströme bis zu 20 Ampere schalten kann, das sollte mehr als ausreichend sein. Das Hotend ist mit einem zweiten Stück 16x16 mm Aluminium über zwei Stücke 3 mm Gewindestange verschraubt, dieser Teil wird über einen Lüfter gekühlt. Als Wärmeisolierung habe ich das Hotend mit zwei Lagen Pappe, wie sie für Motordichtungen verwendet wird, beklebt. Normale Pappe verkohlt bei Temperaturen von 200 Grad Celsius und mehr. Als Kleber kommt Auspuffdichtmasse zum Einsatz. Die restliche Mechanik inklusive Einfülltrichter ist aus PLA gedruckt. Der komplette Druckkopf ist recht wackelig, hier besteht deutlicher Verbesserungsbedarf.
Gedruckt wird hier PLA mit einer Schichtstärke von 0,2 mm. Die Druckgeschwindigkeit beträgt durchgehend 10 mm pro Sekunde. Auch die Extrusionsbreite habe ich in Slicer auf konstant 0,3 mm gesetzt. Verwendet wird eine Düse mit 0,4 mm Bohrung. Die Geschwindigkeit für Bewegungen ohne Extrusion ist auf 150 mm pro Sekunde gesetzt. Mit dem Direktextruder gilt es, einen konstanten Fluss von Plastik aus der Düse austreten zu lassen, wobei irregulär geformte Körner zugeführt werden. Als Granulatrührer fungiert ein Stück Blech an der Förderschnecke, um das Granulat schon vor Eintritt in den Extruder ein wenig zu kompaktieren. Ein kleines Bauteil, das die Druckergebnisse spürbar verbessert hat. Aufgrund des Direktantriebs kann die Förderschnecke beim Zurückziehen des Granulats sehr schnell bewegt werden, was wichtig ist, um beim Drucken Stringing, also das unerwünschte Spinnen von Fäden, zu verhindern. Granulat ist nicht gleich Granulat und Kunststoff nicht gleich Kunststoff. Wie man aus Plastikschrott wertvolles Granulat gewinnen kann, zeige ich in einem folgenden Video. Die Seitenwände werden glatt und ohne Lücken gedruckt, was für eine konstante Extrusion ohne Luftblasen spricht. Die alles in allem recht simple Konstruktion funktioniert, das hier gedruckte Bauteil ist lediglich 27 x 25 x 12 mm groß. Kleine Teile wie dieses Kettenglied für ein Roboterfahrzeug offenbaren die Schwächen eines Drucksystems deutlicher. Wer große Teile im Vasenmodus druckt, zeigt nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt. Der Druck ist nach etwa einer Stunde abgeschlossen. Der Vergleich mit dem in Weiß auf meinem Ender mit konventionellem Extruder gedruckten Referenzteil zeigt, dass noch Verbesserungsbedarf besteht. In Anbetracht des sehr frühen Prototypenstadiums ist das Ergebnis aber schon recht gut. Das Wichtigste ist, dass die gedruckten Einzelteile eine funktionierende Kette ergeben. Schneller drucken funktioniert auch, hier arbeite ich mit 20 mm pro Sekunde. Und hier mit 30 mm pro Sekunde. Zu sehen ist, dass der Druckkopf deutlich wackelt, die Mechanik kommt hier an ihre Grenzen. Prinzipiell liefert der Extruder aber die geforderte Flussrate an Kunststoff problemlos. Mit einem kompakteren Druckkopfdesign sowie einer stabileren Befestigung an den Lineallagern der X-Achse sollten bessere Ergebnisse zu erzielen sein.
Das ist der momentane Entwicklungsstand. Schon mal nicht schlecht für den Anfang, oder? Was kann verbessert werden? Ich habe Glasröhrchen bestellt, um zu testen, ob diese als Ersatz für die Teflonröhrchen geeignet sind. Um völlig auf derartig exotische Materialien verzichten zu können, experimentiere ich mit einer leicht konischen Bohrung mit der größeren Öffnung in Richtung Hotend und weiteren Änderungen in der Geometrie meines Extruders. Mit einer flexiblen Welle kann das Gewicht am beweglichen Teil des Druckkopfs reduziert werden, der Schrittmotor kann dann, wie bei Bowden-Extrudern, am Druckerrahmen befestigt werden. Selbstgeschreddertes Abfallplastik ist nie frei von Fremdkörpern, ein Filter im Hotend beugt einer verstopften Düse vor. Bezüglich Stringing ist der Direktextruder recht knifflig handzuhaben und hier verfolge ich zwei Denkansätze. Eine längere Förderschnecke reicht bis zum geschmolzenen Plastik im Hotend, das Gewinde im Mittelteil ist allerdings abgeschliffen. Die Kupplung hebt die Förderschnecke an, wenn die Drehrichtung umgekehrt wird. Da sich die kleine Förderschnecke allerdings sehr leichtgängig dreht, ist die Reibung zu klein, um das Anheben passiv zu ermöglichen, eventuell schafft ein Ratschenmechanismus Abhilfe. Möglich wäre auch, die Förderschnecke abzusenken und somit die Düse zu verschließen. Mal sehen, was am besten funktioniert. Auf meinen Seiten findet ihr alle Details zum Nachbauen, die 3D-Dateien der Bauteile sowie Fotos von Beispieldrucken mit diesem Direktextruder. Es gibt noch so einiges zu optimieren, wer mich in meinen Bemühungen finanziell unterstützen möchte, kann die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!